Jetzt wird es spooky. Roboter in meinem Körper. Nanoroboter sollen das können. Forschungsteams arbeiten weltweit daran und die ersten Prototypen sind tatsächlich vielversprechend. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Übrigens, wie ihr zu WhatsApp kommt, wenn ihr noch nicht da seid, erfahrt am Ende des Videos. Und jetzt dazu alle wichtigen Facts. Machen Sie uns vielleicht bald schon unsterblich. Was können Sie, was andere Behandlungen nicht können? Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Es klingt zunächst wie Science Fiction, aber Forschungsteams weltweit sind tatsächlich dran. Mini-Roboter, die selbstständig den Körper checken, Medizin an die richtige Stelle bringen, Patienten und Patientinnen von innen wieder zusammenflicken und große OPs durchführen. Nanobots könnten die Zellen unseres Immunsystems anregen, Erreger zu bekämpfen oder gar selbst Krebszellen in den Selbstmord treiben. Und in den letzten Jahren ist viel passiert in diesem Bereich. Viele Fortschritte wurden gemacht. Die Anforderungen an Nanobots sind groß. Zunächst einmal dürfen sie auf keinen Fall in den Kapillaren stecken bleiben, also in den ganz engen Blutbahnen. Am besten sollen sie sogar so klein sein, dass sie sich zwischen die Zellen der Kapillaren in das durchblutete Gewebe zwängen können. Und hier liegt das erste Problem, denn je kleiner das Bauteil dafür ist, die Oberfläche wird im Vergleich zum Volumen immer größer. Bestimmte Dinge wie Kugellager, die wir aus großen Maschinen kennen, sind so gar nicht mehr konstruierbar bzw. würden viel zu groß. Eine Idee zur Lösung dieses Problems kommt von Sean Douglas aus San Francisco. Er hat Nanobots entwickelt, die etwa so groß sind wie ein Bit auf einer Festplatte, also etwa 35 mal 35 Nanometer. Konkret handelt es sich um hexagonale Röhren, die Nachrichten in ihrem Inneren beherbergen und sie bestehen aus DNA, dem Speichermedium des Lebens. Wenn Sie in Kontakt mit dem richtigen Zelltyp kommen, geben Sie Ihre Nachricht preis. Dazu Douglas: Seit ein paar Jahren kann man mit speziellen Computerprogrammen DNA-Ketten so aufbauen, dass sie sich danach von ganz allein zu etlichen verschiedenen Formen zusammenfalten. Ich habe damit bisher bestimmt über 100 verschiedene Strukturen erzeugt. Angelehnt sind diese Nanobots an die Entdeckung einer Faltkunst namens DNA-Origami im Jahr 2006. Diese Technik hat sich auch ein Forschungsteam der Arizona State University zunutze gemacht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Nanobots auf DNA-Basis entwickelt, die eigenständig Krebstumore suchen und noch viel mehr. In Tierversuchen attackierten die Nanobots nicht nur mehr Tumore und Metastasen erfolgreich, sondern schnitten ihnen auch noch systematisch die Blutzufuhr ab. Konkret heftet sich ein Adapter des Nanobots an ein Tumorblutgefäß, das Nanoröhrchen entfaltet sich und das eingelagerte Thrombin wird frei. Es sorgt für Blutgerinnung und der Krebstumor stirbt ab. Zitat: Wir haben damit das erste autonome DNA-basierte Robotersystem für eine zielgerichtete Krebstherapie entwickelt. Diese Technik kann gegen ganz unterschiedliche Krebsarten eingesetzt werden, da auch die Blutgefäße, die die Krebszellen ernähren, in allen Fällen gleich aufgebaut sind. Das sagt einer der beteiligten Forscher, Hao Yan. Aber es gibt weitere Herausforderungen. Wie sollen Nanobots im menschlichen Körper gesteuert und angetrieben werden? Wie kann man sie nach dem Eingriff am besten aus dem Körper entfernen? Ein Forschungsteam aus Manchester hat ein programmierbares molekulares Pick-up-System entwickelt. Ein winziger Roboterarm, konstruiert aus biologischen Makromolekülen, kann gezielt einzelne Moleküle aufnehmen, kontrolliert bewegen und auch wieder absetzen. Diese drei Schritte nehmen nur wenige Sekunden in Anspruch, die Erfolgsrate immerhin 80%. Der Nanobot besitzt einen pH-sensitiven Motor bzw. Rotor, sodass er durch die gezielte Zugabe von Säuren und Basen gesteuert werden kann. Dieses Konzept will das Forschungsteam jetzt auch auf andere Verbindungen übertragen, denn bislang ist es nur mit einer bestimmten Molekülart möglich. Doch es gibt nicht nur Nanobots auf DNA-Basis. Ein Forschungsteam aus Manchester und Hongkong hat jetzt vor kurzem Bots aus Spirulina Algen gebastelt, ein entscheidender Durchbruch. Die Vorteile dieser Biohybridbots liegen auf der Hand. Sie fluoreszieren und außen bestehen sie aus magnetischem Eisenoxid. So lassen sie sich jederzeit im Körper orten, aufspüren und aktivieren, denn sie sind quasi magnetisch und können sich so fernsteuern lassen. Das Forschungsteam beschreibt, wie ihre Bots Arzneimittel freisetzen, die Krebszellen angreifen. Dazu einer der beteiligten Forscher, Kostas Kostarelos: Die Entwicklung von Nanobots, die im Körper angetrieben und gelenkt werden können, war und ist ein heiliger Gral in diesem Bereich.
Dennoch ist auch klar, dass hier noch einige Arbeit notwendig ist, um erste klinische Studien durchzuführen. Ein weiterer Punkt, an dem die Forschung noch tüftelt, ist der Preis der Nanobots. Zwar können auch schon derzeit ein paar Milliarden DNA-Nanobots produziert werden, doch für Versuche an größeren Tieren oder auch Menschen braucht man wohl 1000 bis millionenfach größere Mengen. Im Großen und Ganzen seht ihr also, selbst Nanobots haben tatsächlich ein Riesenpotenzial. Der riesige Vorteil solcher Bots, es gibt keine Nebenwirkungen. Sie können absolut exakt konstruiert werden und arbeiten genau da, wo sie sollen. Schon heute arbeitet die Medizin mit Wirkstoffen und Medikamenten, die so konstruiert sind, dass sie nur da wirken, wo sie sollen. So ein Inhalator, der ist das beste Beispiel. Feiner Nebel bringt den Wirkstoff nur dahin, wo er gebraucht wird. In die Lunge. Nicht mehr der ganze Körper wird geflutet, es gibt viel weniger Nebenwirkungen. Bei der Lunge ist das relativ einfach, aber an anderen Organen oder bei Krebs oft nicht möglich. Hier können Nanobots die Lösung bringen und uns der Unsterblichkeit zumindest ein wenig näher bringen. Die Vision wäre, dass nahezu alle Krankheiten, die lokal auftreten und schwer zugänglich sind, gezielt bekämpft werden könnten. Krebs, Chlamydien und vieles mehr könnte wirklich ausgerottet werden. Wahnsinn. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Nanobots und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von mir vom neuesten Video vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und mir Themen vorschlagen oder mit abstimmen und mitbestimmen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Ja, hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Kunstorgane aus dem 3D-Drucker, Kunstvagina erfolgreich implantiert. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.